Bom dia, good morning, hello. Guten Morgen, hallo. Let's continue with verse 9. Hopefully we somehow, somewhen get to the end of it. Machen wir weiter mit Vers 9. Hoffentlich kommen wir irgendwie, irgendwann an das Ende des Verses. So, we are devoted to God. Wir sind also Gott hingegeben. Because he's the one who created this new nation. Denn er ist derjenige, der diese neue Nation erschaffen hat. He called you out of darkness to experience his marvelous light. Er hat dich aus der Finsternis gerufen, damit du sein wunderbares Licht erlebst. Oh my goodness, I did so much study on darkness and light in the Bible. Meine Güte, ich habe so viel über Finsternis und Licht in der Bibel studiert. You know, darkness and light does not mix. Finsternis und Licht passen nicht zusammen, können nicht vermischt werden. It's an impossibility to have both in the same room. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, beides in einem Raum zu haben. It's either dark or you turn the light on, then it's not dark anymore. Entweder ist es dunkel oder man schaltet das Licht an, dann ist es nicht mehr dunkel. You know, whenever, very interesting, you know, you never have to chase out darkness, you just have to turn on the light. Interessant ist, dass man die Finsternis nie vertreiben muss, man muss nur das Licht anmachen. Darkness is nothing else but the absence of light. Finsternis ist nichts anderes als die Abwesenheit von Licht. And you know what I find very interesting in this verse? Und weißt du, was ich an diesem Vers sehr interessant finde? That God did not say, Gott hat nicht gesagt, that he has called you to destroy the darkness. Dass er dich berufen hat, die Finsternis zu vernichten. He never said that we should fight the darkness. Er hat nie gesagt, dass wir die Finsternis bekämpfen sollen. He said he called you out of darkness. Er hat gesagt, dass er dich aus der Finsternis herausgerufen hat. So look, the darkness is still there, but I'm not part of it anymore. Die Finsternis ist immer noch da, aber ich bin kein Teil mehr davon. You know, I love when Jesus was so clear to tell us that we are in this world, but we are not of this world. Ich liebe es, wenn Jesus uns so deutlich sagt, dass wir in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt. You know, when the Bible talks about darkness and light, the Bible actually talks about two kingdoms. Wenn die Bibel von Finsternis und Licht spricht, redet die Bibel tatsächlich von zwei Königreichen. There's a kingdom of darkness and there's a kingdom of light. Es gibt ein Reich der Finsternis und es gibt das Reich des Lichts. And those two are very, very opposite. Und diese beiden sind äußerst gegensätzlich. You cannot be a son of the light and still living in darkness. Something is there wrong. Man kann nicht ein Sohn des Lichts sein und trotzdem in der Finsternis leben. Dann stimmt etwas nicht. And that's exactly what Peter's saying. He said, look, he says, you've been called out of the darkness. Genau das sagt Petrus hier. Er sagt, ihr seid aus der Finsternis herausgerufen worden. To experience his marvelous light. Um sein wunderbares Licht zu erleben. You know, I have many times asked myself, ich habe mich schon oft gefragt, what would happen if Christians would stop fighting the darkness? Was passieren würde, wenn Christen aufhören würden, die Finsternis zu bekämpfen? And just be light. Und einfach Licht wären. You know, when I think how many Christians try to fight and change a political system. Wenn ich daran denke, wie viele Christen versuchen, ein politisches System zu bekämpfen und zu verändern. You know, why would we even bother with that? Warum sollten wir uns überhaupt damit beschäftigen? We live in this world, but we're not part of the darkness of this world anymore. And I don't want to be part of the darkness. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr Teil der Finsternis dieser Welt. Ich will nicht Teil der Finsternis sein. Leave the darkness alone, you just shine your light. Lass die Finsternis sein, lass nur dein Licht leuchten. But you know, Jesus says something, or Peter says something very interesting here. Petrus sagt hier etwas sehr Interessantes. Look what he says. He called us out of darkness so that we can experience his marvelous light. Schau, was er sagt. Er hat uns aus der Finsternis herausgerufen, damit wir sein wunderbares Licht erfahren, erleben können. How can you experience his marvelous light when you still hang around living in the darkness? Wie kannst du sein wunderbares Licht erleben, wenn du immer noch in der Finsternis herumhängst und lebst? You know, when I... Now, I'm going to paint a little abstract picture here. Ich male jetzt ein kleines abstraktes Bild. But when I see how much Christians have adapted and living their lives according to the system of the darkness. Wenn ich sehe, wie sehr sich Christen angepasst haben und ihr Leben nach dem System der Finsternis leben. No wonder they don't experience this marvelous light. Ist es kein Wunder, dass sie sein wunderbares Licht nicht erleben? You know, if you think at the main areas of a person's life. Wenn du an die wichtigsten Bereiche im Leben eines Menschen denkst, Provision, Versorgung, Education, Bildung,
Security. Sicherheit. You know, most things that are part of everybody, everyday's life. Die meisten Dinge, die zum täglichen Leben gehören. We actually have adapted ourselves to the way the darkness does it. Da haben wir uns tatsächlich an die Art und Weise angepasst, wie die Finsternis es tut. We live just like non-Christians live without understanding it's a kingdom of darkness. Wir leben genauso wie Nicht-Christen leben, ohne zu verstehen, dass es ein Reich der Finsternis ist. We trust men just like the system of the darkness trusts men. Wir vertrauen den Menschen, so wie das System der Finsternis den Menschen vertraut. Instead of having every single ounce of our trust in the King of the Kingdom of Light. Anstatt jedes einzelne Quäntchen unseres Vertrauens in den König des Reiches des Lichts zu setzen. So if you want to experience a marvelous light, ask yourself this question. Wenn du also das wunderbare Licht erleben willst, stelle dir diese Frage. Are you living a life that it's adapted to the kingdom of darkness? Lebe ich ein Leben, das an das Reich der Finsternis angepasst ist? Or do you understand that you've been called out? Oder verstehe ich, dass ich herausgerufen wurde? See, I've been called out of that kingdom, so that's why I don't want to live in that kingdom anymore. Ich bin aus dem Reich der Finsternis herausgerufen worden, deshalb will ich nicht mehr in diesem Reich leben. But look what he says. Schau, was Petrus sagt. And now he claims you as his very own. Und jetzt beansprucht euch als sein Eigentum. You are his. Du gehörst ihm. Look, the darkness is not his, a light is his. Die Finsternis ist nicht sein, das Licht ist sein. You don't even belong to yourself anymore. Du gehörst nicht einmal mehr dir selbst. You know, I've been studying a lot over the years the difference between ownership and stewardship. In den letzten Jahren habe ich viel über den Unterschied zwischen Eigentum und Verwalterschaft nachgedacht. Why can he claim you as his very own? Warum kann dich als sein Eigentum beanspruchen? Because he paid for you. Weil für dich bezahlt hat. You could not redeem yourself. Du konntest dich nicht selber erlösen. Nobody could redeem you. Niemand konnte dich freikaufen. Since he redeemed you, he has a right to claim you. Da dich erlöst hat, hat das Recht, dich zu beanspruchen. You know, I'm going to build a house. Ich werde ein Haus bauen. So I had to buy land. Also muss ich ein Grundstück kaufen. Now, the moment I paid for that land, I can claim that land. It's mine. Sobald ich für das Grundstück bezahlt habe, kann ich es für mich beanspruchen. Es gehört mir. It belongs to me. It's my land. Es gehört mir. Es ist mein Grundstück. Why? Warum? Because I can show you the bank transfer. I paid for that land. Weil ich dir die Überweisung zeigen kann. Ich habe für das Grundstück bezahlt. Jesus can show you that he paid for you through the cross. Now you belong to him. Jesus kann dir zeigen, dass durch das Kreuz für dich bezahlt hat. Jetzt gehörst du ihm. You know, I tell people. Ich sage den Leuten. You can never buy me because I've already been bought. Ihr könnt mich niemals kaufen, denn ich bin bereits gekauft worden. I have no more price tag. Ich habe kein Preisschild mehr. Neither do you. Und du auch nicht. See you tomorrow. Bis morgen.